Im Rahmen der Tage für das europäische Kulturerbe wird österreichweit der Tag des Denkmals zelebriert. Auch hier ist es eine Gelegenheit, das regionale Kulturgut im Land wieder zu entdecken. Es geht um das, dass die Ruine erhalten bleibt, dass er restauriert, nicht trainiert wird, sondern restauriert wird. Und wir bemühen uns halt da, Gelder zusammenbringen von der öffentlichen Hand, weil selber haben wir kein Geld, um das Ganze zu bewerkstelligen. Das Ziel ist es, dass die Ruine so erhalten wird, dass sie nicht mehr einsturzgefährdet ist. Und wer Erhaltung vom Kulturerbe sagt, sagt auch Weitergabe an die nächste Generation. Ja, es geht natürlich beim Tag des Denkmals darum, dass man den Leuten wieder vor Augen führt, dass sie eine sehr interessante Kulturlandschaft in der Region haben und dass sie die Orte auch wieder mal besuchen. Und zu diesem Anlass macht man Feste auf der Ruine, die einfach ein bisschen einen zeitgemäßen Touch haben, sage ich mal. Wir haben gestern so gerne mit dem Linus Weinold dahin Würste gegrillt. Zum Anlass des Tages wurde das bundesweite Thema Illusion ausgewählt. Die Veranstaltungsgruppe vom Montessori-Zentrum Oberland hat dementsprechend den Kindern die Chance gegeben, die Geschichte in die Gegenwart herbeizurufen. Erstens einmal kulinarische Köstlichkeiten von veganem Eintopf bis klassischen Würstchen und Kuchen und Kaffee. Dann haben wir für die Kinder ein ausgiebiges Programm. Also es können Buben und Mädchen basteln. Wir haben hier eine kleine Schilderwerkstatt und eine Burghütte-Schneiderei sozusagen eingerichtet. Und es gibt dann noch Valentin, den Alchemisten, der gemäß dem Motto Illusion hier für ein bisschen Zauber und Rauch und vielleicht noch ein bisschen Krach sorgen wird. Die Ruine, ist die toll? Ja, zwar ist sie schon abgefallen, aber toll schaut sie noch aus. Durch die Burgruine soll nicht nur restauriert werden, sondern auch wieder ins Leben gebracht werden. Und dann ist eben angedacht, diese hier, das Gebäude mit einer kleinen Bühne, mit einer überdachten Bühne für etwa 100 Personen und die große Bühne, das Dach von dem Gebäude wäre die große Bühne und da hätte man natürlich auch Sitzplatz für mehrere hunderte Leute. Und dann wäre natürlich auch, das ist natürlich klar, dass man regionale Künstler natürlich vor allem, wie wir es beim Jagdberg sehen, oder engagiert und bittet, hier aufzutreten. Leider steht so einem bezaubernden Traum noch die praktische Realität im Wege. Also ein bisschen ein Appell auch an Förderung. Ich glaube, das ist nicht nur ein bisschen Appell, das ist ein großer Appell. Erster Appell, Förderung für das Kulturprojekt. Und der zweite, noch größere Appell, dass wir endlich mal jährlich genau wissen, wie viel Geld bekommen wir, um die Ruine zu restaurieren.